Heutzutage wird die Gallenblasenoperation typischerweise als schlüssellochchirurgischer Eingriff durchgeführt. Gallensteine sind Ansammlungen unterschiedlicher Materialien in der Gallenblase, die häufig dadurch zustande kommen, dass die Gallenflüssigkeit in der Gallenblase eingedickt wird, um sie besser zu speichern. Und dabei kommt es eben zum Ausfallen von Steinen oder Gallenblasengries. Gallensteine können ganz unterschiedliche Beschwerden hervorrufen. Manchmal ein Druckgefühl im überwiegend rechten Oberbauch, kolikartig. Nach der Nahrungsaufnahme, so 20 bis 30 Minuten nach der Nahrungsaufnahme, oder können bis zu Entzündungszeichen verursachen, wenn man eine akute Gallenblasenentzündung häufig steinbedingt hat. Typischerweise durch eine Operation in minimalinvasiver Technik, das heißt über kleine Schnitte und eine Kamera, mit Instrumenten im Bauch, sodass man eben keinen großen Schnitt wie früher benötigt und die Patienten dadurch schneller wieder fit sind und auch deutlich weniger Schmerzen haben.